Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Eurotruck Simulator 2, meine lieben Freunde. Habt ihr wieder eingeschaltet hier? Bisschen Road Action? Ja, na sicher, klar. Wir wollen die Trucks spüren unter unserem Hintern brummen. Ach, wie auch immer. Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass du ihr wie auch immer wieder eingeschaltet habt. Denn heute geht es weiter. Wir werden den Auftrag locker schaffen. Wir müssen nach London. Easy peasy. Macht euch die Truckerliste an. Ne? Ihr wisst, die 50 oder 20 besten Trucker-Songs hier drunter legen. Alter Schwede, da knallen euch aber die Korken ins Auge. Das ist richtig geil. Ja, wir sind schon da. Das ist ja nicht mehr weit. Im Norden von London werden wir unsere Waren abgeben. Was haben wir eigentlich geladen nochmal? Was war das? Retail Store Equipment. Hört sich ziemlich wichtig an. Wir werden sehen. Und dann werden wir erstmal keinen Auftrag annehmen. Ich will erstmal meinen Wagen reparieren und so weiter. Schauen wir uns erstmal an, wie das dann vonstatten geht. Wir gehen erstmal zurück ins Fahrzeug, denn ich glaube, wir stehen auch wieder am Seitenstreifen an der Autobahn, an der falschen Seite natürlich. Leute, ganz klar. So, da wollen wir mal los hier. Da wollen wir direkt mal los. Wollen wir hier, ach Gott, da kommen sie schon wieder. Ah, ich fahre noch ein bisschen am Seitenstreifen. Who the fuck cares? Wir müssen hier, eieiei. Gefährlich, gefährlich hier, Brilli. Gefährlich, gefährlich, aber cool. Auf jeden Fall. Oh, gib mal Gas, ey, wenn eh der mal auf Touren kommt. Schrecklich. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ha, zum Glück hat der gebremst, ey. Mein lieber Scholli, ey. Was geht da? So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Speed unter der Haube. Das ist gut. Hier fährt man einfach so auf die... Naja. So, warte mal, kann ich schneller als 80? Richtig. Ich liebe England. Hier kann ich so schnell fahren, wie ich will, oder was? Ich will nie wieder runter von der Insel. Ist doch geiler hier. Kann ich mal wenigstens 90 fahren, ohne dass ich geblitzt werde? Das ist doch sehr gut. Zeigt mir der Pfeil da gerade in die falsche Richtung? The fuck, bin ich gerade falsch gefahren, oder was? Verstehe ich nicht. Alter, hau ab, Mann! Ich brauche beide Spuren! Okay, das war mein Fehler tatsächlich, aber hey! Bin jetzt gerade nicht darauf am Achten, ich achte hier auf den Pfeil, warum der mir in die falsche Richtung zeigt. Liegt das an England? Man weiß es nicht genau. Hat der mir jetzt Schaden gemacht? Dann müsste ich jetzt mal das hier machen. Nee, 0% Schaden. Also eigentlich dürften wir keinen Schadensmali bekommen. Malus, Mali. Schadensmalus. Mali ist die Mehrzahl, ne? Ja. Brilli. Wir fahren hier auf der mittleren Spur. Fahren wir mal so ein bisschen entlang hier. Das muss sein. Ach, Freunde. Ja, wie habt ihr denn Weihnachten überstanden? Weihnachten ist vorbei. Silvester steht vor der Tür. Habt ihr es gut überstanden? Habt ihr mit euren Lieben gefeiert? Mann, Leute, ich kann euch sagen, Heiligabend. Am 25. hat ja immer mein Vater Geburtstag, aber diesmal zum ersten Mal seit etlichen Jahren waren alle da. Nicht, weil irgendwie großer Geburtstag anstand, sondern einfach nur, weil meine beiden Großeltern, also väterlicherseits, nochmal teilgenommen haben. Und die sind beide halt auch schon im Altersheim und das ist halt ein Riesendrama, die endlich mal rauszukriegen und so. Und deswegen waren halt alle da, auch die drei Geschwister meines Vaters mit Kindern und so. Es war halt echt voll. Und ich hab mich abgeschossen. Mein Onkel, der trinkt halt so Whisky. Und den hat er mir... Ich bin kein Whisky-Kenner. Da hat er mich dann abfüllen wollen und mich in den Whisky-Kosmos eintauchen. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, eintauchen lassen. Und er hatte dann Whisky, alter Schwede. Kostet die Flasche irgendwie 50 Euro. Aber nur das sei trinkbar. Und ey, das hat wirklich... Als hättest du dein Gesicht in Torf gehalten. So hat es wirklich geschmeckt. Nicht krass. Also nicht, dass ich drauf stehen würde, aber das war krass. Das war krass. Also der Geschmack, ey, boah, der ist mir heute noch im Hinterstübchen, ey. Richtig krank, wie das geschmeckt hat. Aber war okay. Aber natürlich, ich kann so hartes Zeug vertrage ich eigentlich nicht so gut. Ich war dermaßen rappelsdicht, ey. Freunde, lasst die Finger vom Alkohol. Ich sag's euch. Ist doch nichts angestellt oder so, aber ich bin dann irgendwann eingepennt, guck, wie das Zeug gebrabbelt, ne? Wie es nur halt so ist.
Komisches Zeug brabbeln, habe ich am Tag drauf gesagt. Das mache ich doch beruflich. Nein, nein, nicht beruflich, aber hobbymäßig mache ich das doch hier mit euch. Da laber ich doch nur komisches Zeug, habe ich gesagt. Aber ja, gut. Ist was anderes. Ach Gott, ja, ja. Das war witzig. Ey, das ist aber doch noch recht weit. Ich dachte, wir wären jetzt direkt da. Aber war die Skalierung nicht irgendwie anders in Großbritannien? Ist das so? Ist die Skalierung nicht ganz so gleich? Vertausche ich da irgendwelche Sachen gerade? Ich weiß es nicht mehr, oder habe ich das selber erfunden? I don't know. So, wie der Engländer zu sagen pflegt. I don't know! So, ja, gucken wir mal. Wir haben 158.222 Euro am Konto. Können wir ja eigentlich mal auch nach Köln fahren und mal jemanden einstellen oder so. Geht das? Kann man das einfach so machen? Ich habe keine Ahnung. Müsste doch irgendwie auch machbar sein. The South. Wir müssen aber in the North. Wir müssen in the North of London. In the North. Eine wichtige Lieferung in the North. Oh. Wie viel ist denn... Ach komm! Was? Ich war nur 2 km/h zu schnell! Wollt ihr mich verarschen oder was? Ihr Britenköpfe! Kann ich auch verprügeln! Mann! Das gibt's doch gar nicht, ey. 90 darf man fahren, aber sobald es auf 92 geht, ist zu viel, oder was? Blöden Säcke, ey. Was geht denn mit euch ab? Guck, wenn ich hier wieder weg bin. Boah, ich sitze hier gerade so ungemütlich. Freunde der Nacht. Warte mal, ich muss hier runter. Boah, was ist denn hier? Scheiße, ey. Ich dachte ja, komplett ungemütlich. Mein Mauspad liegt komplett falsch. Ich verrenk mich hier gerade. Alter, Scheiße! Komm schon! Fuck! Mist! So eine Dreckscheiße, ey! Das gibt's doch nicht! Mann, ey! Fick dich, Mauspad! Ey, ernsthaft! Was ist denn jetzt? Jetzt muss ich hier wieder einen scheiß ADAC oder was rufen? Ja, mach! Vor allem hat der Hänger 0% Schaden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch rechtzeitig komme. Keine Ahnung. Und wo wir jetzt starten? Oh, so eine Scheiße, ey. Nur weil ich hier dieses fucking Mauspad... Total unbequem, ey. Aber es ging dann auch nicht. Warte mal. Hier kann ich auch direkt das hier machen. Reparatur. Alles reparieren. So. Dann ist der schon wieder fit, weißt du? Ist doch gut, ist doch gut. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt noch rechtzeitig kommen. Boah, was ist denn das hier? 11. Gang. Fick dich. Mach mal F5. Ich weiß ja überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Sind wir hier mitten in London oder was? Auf jeden Fall haben wir einen Volvo-Händler entdeckt. Ach du Scheiße, jetzt ist wieder Gegenverkehr. Der Gegenverkehr. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt mit dem Auftrag ist. Aber es sind noch 72 Kilometer, also wir sind fast da, wo wir eben waren. Aber nicht ganz. Ach du Scheiße, hier komme ich nie drüber. Hier komme ich nie drüber. Ich weiß überhaupt nicht. Doch, warte, doch komme ich. Ist ja easy. Ich muss ja nur hier. Ist ja easy in dem Falle. Oh, jetzt wird grün. Wir haben keine Zeit. Mann. Ah, der hat 0% Schaden gehabt, ne? Der ist richtig schön einfach auf die Seite gekippt. Richtig gut. Was, hier ist 30? Wollen die mich jetzt komplett vertippeln hier, oder was? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, was steht denn hier? Restzeit. Hä? Ich hab noch 10 Stunden? The fuck? Da kann ich mir Zeit lassen. Wenn ich hier noch 10 Stunden Zeit habe. Oh, nur eine. Was ist das denn? Was ist denn da los? Mann, ey, muss ich jetzt ernsthaft hier so lang dröppeln? Ah, jetzt ist mehr. Jetzt kann ich wieder ein bisschen aufs Eisen. Ein bisschen aufs Eisen. Was ist denn hier? 70? 97. Aha. Na gut, dann hauen wir mal rein. Hauen wir mal alles raus hier, was wir zu bieten haben hier. Klabumsi.
So, ich weiß nicht, wo wir eben den Unfall gebaut haben. Da, ich glaube, ne? Da fahren wir jetzt wieder lang. Eieiei, diesmal muss ich aber besser aufpassen. Diesmal muss ich ja besser aufpassen. Warte mal, jetzt muss ich hier erstmal irgendwie biegen. Ganz ruhig, Brilli. So sieht das ganz passabel aus, das Ganze. So. Tja, was gibt's denn noch zu erzählen? ja, zweiter Weihnachtsfeiertag. Also erster Weihnachtsfeiertag habe ich komplett verpennt quasi, weil ich ausnüchtern musste. Oh Gott, einer der schlimmsten Kater meines Lebens. Aber gut, muss man halt durch. Ne? Wenn man so eine Scheiße macht, muss man halt durch. So, jetzt fahren wir hier mal ganz sachte um die Kurve. Ja, den habe ich komplett verschlafen. Zweiter Weihnachtsfeiertag, dann ganz easy hier bei uns mit den Familien von mir und meiner Freundin. Ein bisschen Waffeln gemacht. War ganz nett. Ohne Alkohol. Nee, stimmt gar nicht. Da habe ich schon wieder Bier getrunken. Aber nicht viel. Zwei Bierchen. Muss ja auch mal sein, ne? So. Ja, aber sonst, ja, easy peasy war es. Easy peasy. Und dann habe ich aufgenommen. Ein paar Sachen, ne? Ein paar Sachen müssen wir aufnehmen. Da ist das Ziel. Ja, und heute Eurotruck. Ja, was habe ich gehört? Um ein bisschen auf Fußball einzugehen. Mkhitaryan will zurück nach Dortmund. Say what? Bleib da, wo der Pfeffer wächst, Junge. Da kommt hier nicht jeder zurück. Und außerdem warst du... Warte mal, wie war das? Unter Klopp war der scheiße, unter Tuchel war der gut, ne? So war das, glaube ich. Ja, keine Ahnung, wie er unter Stöger ist. Ah, Gott, nein. Das erinnert mich schon wieder an die aktuelle Situation, ey. Oh Gott. Was tue ich hier? Ich stehe so ein bisschen auf der Kreuzung. Ich war ein bisschen schnell. Jetzt bin ich ein bisschen langsam gerade. Ach, ich fahre auf die falsche Spur hier. Ach Gott, dieses England. Das ist nicht so mein. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich bin woanders zu Hause. Da, wo man richtig rumfährt. Ja, ja. So, jetzt muss ich hier abbiegen. Um Gottes Willen. Das hat ja ganz gut funktioniert, zum Glück. Oh Gott, was ist denn hier los, ey? Voll viele riesen LKWs. Eieieiei. Übrigens, die Folge heute wird ein bisschen kürzer werden, weil ich jetzt gleich noch weg muss. Das ist der einzige Tag, wo ich mal noch was vorhabe. Ja, ich hätte es gestern aufnehmen können, aber da habe ich kleine Coaster gemacht. Und ich spiele gerade, privat spiele ich gerade They Are Billions. Weiß ich nicht, ob ihr davon gehört habt. Das versuche ich gerade privat so ein bisschen zu zocken. Da geht auch viel Zeit für. Aber ich kann ja nicht nur aufnehmen. Ich muss ja auch mal was für mich zocken. So, dann machen wir das ganz normal. Bestätigen. So, ich liefere euch den hier wie ein Gott. Jetzt hör auf zu blinken! Gott, wie soll ich das denn machen? Das wird aber jetzt echt schwierig. Oder? Aber eng hier. Das ist aber eng hier, liebe Freunde. Warte mal. Nee, andersrum. So, Ah, das kriegen wir hin. Warum bin ich ein Gott oder was? Wieso reicht das nicht? Jetzt! Bäm! Absoluter Einpack-Gott! So, wie sie ausgezeichnet! Bäm! Obwohl wir umgekippt sind, wie krass ist das denn? Kein Abzug! Kein Abzug, oder was? Ich bin umgekippt. Sehr gut, ey. Wie gut ist das denn? Ach, das gefällt mir. Das ist Slapstick. So, das bedeutet, dass wir jetzt eigentlich den repariert haben. Ich gucke jetzt mal, ob wir irgendwie einen Auftrag nach Köln kriegen. Wie kann ich das? Entschuldigung.
Geil. Ein Auftakt nach Köln wäre eigentlich mal ganz schön. Kann ich das jetzt hier, wie kann ich das denn? Nee, das ist, nee. Nee, nee. So nicht. Warte mal, verdammt. Kannst du das wieder wegmachen? Nein. Hör auf. So eine Scheiße. Das kann ich, wie kann ich das denn wieder wegmachen, dass der jetzt hier Köln macht? Ich will nach Köln. Warte, ich guck nochmal. Bratislava, Bergen, Christian, das sind aber jetzt. Nee, warte mal, das sind aber jetzt alle Aufträge. Ja, das bringt so nichts. Ich muss. Warte mal, dann gucke ich jetzt. Dann gucke ich jetzt London. London nach Düsseldorf geht. Düsseldorf. Nur nach Düsseldorf? Weil hier ist auch einer, ey, der ist krass. Nach Bratislava zurück quasi. Aber der ist krass. 46 kriegen wir. Pro Kilometer. 46 Euro. Was mal den anderen vergleichst, ist das nix. Und was ist das? Standardlieferung ADR Klasse 2. Irgendeine Chemikalie für BASF. Da fahren wir halt wieder komplett zurück, ey. Weiß ich nicht, ob wir das wollen. Aber das ist schon arg viel Geld. Muss man mal sagen. Ah, ich nehme den an. Das ist so viel Geld. Es ist so viel Geld. Ha, ha, ha! Oh Mann. Immer dasselbe, ne? Jedes Mal dasselbe. Wo nehme ich den Auftrag denn überhaupt an? Da komm ich doch rum herum hier. Easy. Sah so aus, als würde ich da anecken. Passt aber auch wie die Faust. So, ja, gucken wir mal. Ich hole den mal ab. Also mitten in London. Müssen wir hier wieder zurück. Wir sind jetzt außerhalb von London. Holen wir uns die Ladung und dann geht es nach Bratislava, Freunde. Laber doch nicht. Bratislava doch nicht. Ja, sicher. Bratislava. Da wollen wir hin. So. Noch ein bisschen Gas hier. So, dann Richtung London. Das ist eine komische Straßenführung hier alles. Mein lieber Scholli, ey. Sehr strange. Sehr, sehr strange hier das Ganze. Gott, ich will immer auf die richtige Spur. Also auf die vermeintlich richtige. Ah, wie wir hier wegcruisen, ey. Richtig krass. Ohne Ladung mal hier so ein bisschen brausen. Ah, das gefällt mir. So. 97 ist wieder erlaubt. Sehr schön. Das heißt, wir können mal hier den Speed spüren. Fährt aber auch so ruckelig dann, ne? Ruckel, die ruckel, ruckel. Bist du nicht schneller? Irgendwie werden wir nicht wirklich schneller als 90. Na gut. Ist so. Brauchen wir bessere Maschine hier. Ach, ich muss hier runter schon wieder. So, gucken wir doch mal hier. London, den Auftrag nehmen wir noch an. Den Auftrag nehmen wir noch an. Wir brausen hier mit Fullspeed durch die Kurve. Ganz klar. Man muss nur wissen, wie. Man muss immer nur wissen, wie und dann geht das. Puh, jetzt müssen wir aber hier direkt wieder runter. Da muss ich aber dann bremsen wahrscheinlich. Hab ich eigentlich Licht an? Bin mir noch nicht sicher. Alles klar. So, wo geht das jetzt hier runter? Ja, das ist aber eng. Vorsicht. Der fährt immer ganz anders, wenn man keine Last hat. Das ist komplett anders. Ein anderes Fahrgefühl. Seitebacher Bergsteigermüsli von Seitebacher. Jeden Morgen eine schöne Tube Seitebacher Bergsteigermüsli. Und da gehen Sie durch den Tag, meine Lieben. Was ist denn da hinten? Da gehen Sie durch den Park. Tag.
Jetzt bin ich hier komplett durch. Sehr gut. Ja, ein Hochhaus war das. Ja, ja. Ein kleines Londoner Hochhaus wird es gewesen sein. Hoch hinaus, hoch. Und jetzt ist 30. Von 97 auf 30. Sehr krass. Beziehungsweise auf 48 eigentlich. Das scheint ein Umrechnungsfehler ja alles zu sein. Guck mal, hier kann ich nämlich auch... Oh, jetzt ist wieder 97. Was ist denn das? Sehr süß. Ach, guck mal hier, die Skyline von London. Wie krass ist die denn? Eieiei, mein lieber Scholli. Das sieht ja nach was aus mal hier. Sehr schön. Aha. Ich fahre ein bisschen schnell für in der City. In der City, in der City. Wir sind in der Großstadt angelangt hier. Ein bisschen GTA? Na sicher. Na sicher. So, gucken wir mal hier. Wo kriegen wir den Auftrag? Bei BASF, da ist es ja. Okay. Erstmal hier im Kreisel. Das ist der BVB-Mannschaftsbus! Habt ihr das gesehen? Hat ihr ein Champions-League-Spiel hier oder was? Wie krass ist das denn? Dann habe ich den, wer hat die denn installiert? BVB! Wie krass ist das denn? Leute, das ist der BVB-Mannschaftsbus gewesen. Crazy shit, Alter. So, gib mal einen Auftrag jetzt hier. Grüße. Hier. Hier ist F. 46 Dollar. Euro. So. Mal den ollen Tanker. Und dann geht's los. Ta-da-da-ta-ta-la-la-la-la. Borussia Dortmund wird nie untergehen. So, gib mal das Ding. Ah, jetzt haben wir aber hier heiße Chemikalien. Sind die auch während der Fahrt heiß? Also, das ist ja mal eine Frage. So, jetzt gucken wir uns das erstmal alles an hier. Das, also, 0 ist klar. 63 Stunden haben wir Zeit. Das ist ja nicht eilig. Also, wir müssen nicht unbedingt, glaube ich, komplett auf die Tube drücken. Aber wir machen natürlich zügig. Wir machen das wieder zügig, ganz klar. Da kennen wir nichts. Das wird auch zügig erledigt. Da sind wir ja, da ist mein Unternehmen weltweit für bekannt. Was ist jetzt hier? Muss ich jetzt hier rumwarten oder was? Oh. Oh Mann, das ist hier wirklich... Er hat sowas erfunden. Mit der Kreisel und diesmal mit Ladung, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ich will das ausgezeichnet abliefern. Man hat immer, wenn man so einen neuen Auftrag annimmt, hat man erstmal, ist man immer so voll dabei. Wir machen alles richtig heute, ne? Ja, ja. So muss das sein. Naja, wir fahren wieder raus aus London. Ich hätte jetzt natürlich noch London erkunden können. Wieder zu schnell. 48 ist erlaubt. Und bis da hinten zu dem Schild wahrscheinlich. Dann kann man wieder schneller. Nee, noch langsamer. Nee, jetzt wieder schneller. Nee, jetzt wieder langsamer. Könnt ihr euch mal entscheiden, ihr Knallköppe? Ist denn da nicht richtig bei euch, da oben im Oberstübchen? Mann, ey! England, ihr habt doch nicht mehr alle. Bescheuert seid ihr. Mann, du. Ach, ich fahr jetzt. Hier ist doch alles, hier ist doch nichts. Hier kann ich auch fahren. Gib jetzt Gas hier. Was soll das denn? Die Ausläufer hier. Die Suburbs of London. Sieht man da noch. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen. Aber hier, das ist cool gemacht, dass sie auch andere Straßenschilder haben und so. Queue's likely. Ja, ja. Ich sehe keine Queue. Alles ist gut. Alles ist wunderbar. Birmingham. Warte mal, jetzt muss ich gerade aus. So. Okay, dann hier hoch. Ah, mit einem annehmbaren Speed fahren wir hier hoch. Auf die Autobahn. Sehr gut. 31 Stunden brauchen wir. Wir müssen bestimmt zweimal schlafen gehen. Ja,
Also ist doch einigermaßen, ne? Aber nee, ist schon auch Spielraum. Wir haben schon auch Spielraum. Theoretisch können wir, glaube ich, sogar dreimal pennen gehen. Ich muss hier bleiben. So. Alles klar. Back on the road, liebe Freunde. Back on the road. Ach, jetzt haben wir ja schon 25 Minuten. Ach du Scheiße. Ich wollte eigentlich früher aufhören. Naja, egal. Dann wird das jetzt eine 30-Minuten-Folge, wie immer. Brilliant, du bist geil. Du bist ein geiler Typ, ey. Was du sagst du hier? Nee, ist nicht, wird nicht so lang. Und dann, zack, ist sie doch noch so lang. Krass. So, deshalb mögen wir den Brilli, ne? Deshalb haben wir den abonniert. Und deshalb klicken wir immer diesen Daumen nach oben. Ach, Freunde, so sieht das nämlich aus. Die Polizei. Da, aber ich war nicht so schnell. Kann ich nämlich gar nicht. 97. Da bin ich dabei. So, geht's da unten direkt wieder auf eine Autobahn oder was? Kann ich Gas geben? Ist ein Geschlängel hier. Ich hab einen guten Orientierungssinn. Fast die Orientierung verloren hier bei dem ganzen Gelöt. Krass, ey. Aber wir sind wieder back in the nature. So, und hier ist auch wieder 97. Ich will in England bleiben. Das einzig Positive hier. Man kann so schnell fahren, wie man will. Jetzt überlege ich, ob ich hier pennen gehen sollte. Oder? Warte mal, dann haben wir... Was hätten wir denn dann? Morgens haben wir dann. Könnte man in der Theorie machen, ne? Aber ich habe keinen Bock, ich bin gerade so geil im Speed und so. Ich habe keinen Bock jetzt anzuhalten. Oh, wann anders. Muss eine rüber. Weißt du, wenn du gerade so 90 hast und der Morgen graut da hinten schon ein bisschen, dann hast du Bock. Dann hast du Bock. Das sind die Trucker-Feelings. Dann hast du die Trucker... Ja? Pass auf, Junge. Jetzt sind wir wieder umgekippt. Ich glaube, das war gesagt Folge, was weiß ich, 3 oder so, oder 2 oder 1. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich umgekippt bin. Nicht mehr erlebt. Aber dass das nochmal erlebe, einen blöden Mauspad, ey. Voll unbequem gewesen. Mann, regt mich auf. Nervt mich schon wieder. Wow, 102 hatte ich gerade drauf. Absoluter Highspeed-Rekord hier, oder was? Ah, da kommt schon wieder ein PKW, der hier die Straße für sich beanspruchen möchte. Nichts da, Arschloch! Ich brauche beide Spuren! Weil ich ein cooler Typ bin. Warte mal, jetzt müssen wir aber hier... Müssen wir uns jetzt links halten, oder was? Da ist wieder der Pfeil in die falsche Richtung. So, links. Richtung Harwick. Und, warte mal, jetzt aber hier lang. Ist auch wieder hier Straßenführung, ey, mein Lieber. Aber wir sind ja relativ alleine hier um 3:30 morgens. Das ist gut. So. Ist die Brücke auch hoch genug? Gibt's das? Gibt's Brücken, die nicht hoch genug sind für eine LKW? Das wäre auch mal geil. Aber rababam, bumm! Richtig geil fände ich das. Wenn man da auch noch drauf achten müsste, da auf die Meteranzahl, auf die Höhenmeter. Das wäre auch mal krass. Leute. So. Leute. Euronics, best of electronics. Ja, von denen kriege ich jetzt auch noch Geld. Krass. Wie viel Geld ich kriege. Schön wär's. Ach, Freunde. So. Wie sieht das denn? Was ist denn hier los? Ist hier eine Baustelle? Jetzt müssten wir gleich Richtung Hafen müssen wir da jetzt fahren, oder? Bin ich hier auch hergekommen? Keine Ahnung. Bin auf jeden Fall zu schnell. Hier ist wieder 80. Niedriger Tank. Ach. Okay, fuck. Ich hätte gedacht, dass das andersrum ist, dass wir gerade voll sind. Aber gut, ich hoffe, dass ich bis zum nächsten Tank gekommen. Das wäre sonst blöd. Gibt's am Hafen vielleicht noch einen Tanke? Someone? Man weiß es nämlich nicht. Oh. Ich glaube nämlich nicht. Aber gut, auf dem Schiff verbrauchen wir auch nichts. Ich gehe jetzt mal hier. Auf die Karte nochmal. Da können wir nochmal gucken. Und dann werden wir in der nächsten Folge werden wir mit dem Schiff fahren. Ich gucke nochmal gerade, aber wahrscheinlich ist keine mehr. Wenn noch eine hier ist, dann werden wir jetzt noch tanken. Ansonsten machen wir es in der nächsten Folge auf der anderen Seite.
Nee, hier ist keine mehr. Hier ist jetzt nur noch das Schiff. Und dann, ja, müssen wir hier. Da müssen wir tanken. Aber bis dahin, hoffentlich kommen wir noch, oder? Machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier beim Euro Truck Simulator 2. Bam! Ciao, Leute. 30 Minuten.